Ohne zu wissen, Part 15, das wäre das heutige Thema. Wann kommt diese Folge? Fuck, das ist ja Part 15. LOL, 15, 15, 15. 5 vor 20. Ja, 5 vor 20. Nicht die Uhrzeit. Die Uhrzeit beträgt jetzt 20 Uhr 47. Und heute möchte ich mal über Pokémon und Mythen reden. Ja, das heißt jetzt Mythen. Es gibt sie, jeder verehrt sie, jeder mag sie. Pokémon Mythen. Egal ob es gruselige sind oder coole. Egal ob sie, keine Ahnung, traurig sind, glücklich machen oder zum Erforschen cool sind. Oder was weiß ich. Oder ob es einfach nur Cheatereien sind, die das Spiel kaputt machen. Oder was weiß ich. Also ich persönlich finde sowas cool. Diese Pokémon Mythen so. Es ist auch total geil, dass Leute sich sowas ausgedacht haben oder dass die Finder sogar sowas ausgedacht haben, so als Easter Eggs und das eingebaut haben. Das finde ich sehr geil von den Entwicklern und ich finde es auch sehr geil, dass Mythen, die nicht wahr sind, von irgendjemandem ausgedacht wurden und so weiter erzählt wurden. Auch wenn es gar nicht stimmt, aber es macht einfach nur Spaß, sie zu hören. Es ist einfach nur cool. Also, wenn ihr es hatet, wenn irgendwas nicht stimmt von Pokémon-Mythen, seid überhaupt froh, dass ihr den gehört habt, auch wenn es nicht stimmt. Seid froh, dass ihr den gehört habt. Ihr könnt froh sein, dass ihr gehört habt, wie andere Menschen sowas erfunden haben. Ihr seid froh, dass es überhaupt so etwas Cooles gibt. Weil, wenn es Pokémon-Mythen gäbe oder irgendwelche Mythen, sagen wir jetzt Scary-Mythen oder World of Warcraft-Mythen, es wäre einfach nur. Es war einfach nur dumm, wenn man Spiele hat und sie einfach durchspielt, weil es keine Easter Eggs geben würde oder keine Sachen, die nicht stimmen und man sie trotzdem nachforschen will. Man hätte viel mehr Spaß, man hat viel mehr Spaß bei den Spielen, weil es sie nicht geben würde, diese Mythen. Dann hätte man würde es durchspielen, wenn man keine Mythen gäbe, dann hätte man nichts zum Nachforschen auch noch. Es wäre einfach, ja. Es wäre einfach nur dumm, weil man dann halt nichts hat zum Nachforschen. Kein Spaß mehr an der Sache. Man hat es durchgespielt und Ende. Dann ist eigentlich nichts mehr. Es ist eigentlich scheißgeil, dass man noch was zum Nachforschen hat. Und wenn es stimmt, dann ist man ja halt froh, weil man kann auch erschreckt sein, weil es etwas Gruseliges ist oder so. Keine Ahnung, wie das. Ich weiß halt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt oder so, dass man in Skyrim, keine Ahnung, unter dem Berg hochläuft, dann irgendein Drache auftaucht mit Satans Gesicht oder so. Berg hier, man geht so hinauf. Okay. Alle Werke haben sich gerade aufgehängt anscheinend. Anscheinend hat sich gerade meine Webcam aufgehängt, na toll. Ich kann es doch nicht sein, falls ihr das so. Also wenn hier der Berg war, man geht hier so auf, weil dann kommt so ein riesiger Drache mit Satans Gesicht. Das ist ganz erschreckend, aber es ist geil, dass es dann eingebaut wäre, wenn ihr das versteht. Weil sich meine Webcam aufgehängt habe, würde ich sagen, ich beende es hier an der Stelle. Also bis zu Part 16. Ciao.